Wusstest du, dass dein Kind viel lernen kann, indem du mit ihm zusammen Bilder anschaust, zum Beispiel in Büchern, Magazinen oder Zeitungen? Hier sind 6 hilfreiche Tipps. Erstens, folge dem Interesse deines Kindes. Wenn dein Kind Interesse an einem Bild zeigt, dann sprich mit ihm über den Auslöser für sein Interesse. Zweitens, benutze eine lebendige Stimme. Das hilft dem Kind, seine Aufmerksamkeit auf das Buch zu richten. Drittens, zeige, benenne und wiederhole. Das Zeigen und Benennen einer Sache oder einer Person im Buch hilft deinem Kind, neue Wörter zu lernen. Suche nach weiteren Gelegenheiten, dieses Wort zu benutzen, denn Kinder lernen durch Wiederholen. Viertens, sei unterstützend. Reagiere immer positiv auf das, was dein Kind sagt. Wenn dein Kind auf einen roten Apfel zeigt und dabei Tomate sagt, dann sage etwas Ermutigendes, wie: Ja, du hast recht, es ist rot, es ist ein Apfel. Fünftens, schaffe Verbindungen. Verbinde Dinge aus dem Buch mit Dingen, die dein Kind schon kennt. Wenn jemand im Buch winkt, kannst du das zusammen mit deinem Kind auch tun. Sechstens, rede über Gefühle. Verwende Dinge, die in dem Buch passieren, um deinem Kind zu helfen, Gefühlswörter wie glücklich, traurig, zornig oder ängstlich zu verstehen. Verwende dabei dein Gesicht und deine Stimme, um ihm beim Verstehen zu helfen und frage es auch nach seinen Gefühlen. Du kannst auch über die Gefühle anderer Leute reden, indem du sagst: Schau, sie lächelt. Warum denkst du, dass sie lächelt? Was hat dich heute zum Lächeln gebracht? Denke daran, auch schon sehr junge Babys genießen es, zusammen ein Buch anzuschauen. Es hilft ihnen dabei zu lernen und sich zu entwickeln. Es ist okay, wenn sie das Buch in den Mund nehmen. Sie sind dabei, es zu erkunden. Zusammen Bücher anschauen hilft deinem Kind, sprechen und denken zu lernen und sich zu konzentrieren. Es wird dabei unterstützt, Gefühle zu verstehen, was ihm dabei helfen wird, besser mit anderen Kindern und Erwachsenen zurechtzukommen.